du gehört. Wir enttäuschen dich nicht. Dich dort kämpfen zu sehen, hat mich an Fürst Nagaos Turnier erinnert. Du wolltest um jeden Preis gewinnen. Es war ein Wettkampf. Du hast auch hart gekämpft. Wirklich? Worauf willst du hinaus? Auf nichts. Ich denke nur an unser Duell. Darüber reden wir später. Falls wir überleben. Sollten in Position sein. Jetzt die Fackel. Großmänner. Ich wusste, dass es klappt. Schau dir das Feuer an. Chiharu! Das war nicht der Plan, Jin. Keine Zeit zu kämpfen. Wir müssen zu diesem Boot. Wir müssen schnell sein. Nimm ein Ruder. Deine Männer haben die Besatzung abgelenkt. Such nach dem Essen. Nichts. Hätte nicht gedacht, dass das Duell dich so ärgert. Jetzt weißt du's. Hättest es mir sagen sollen. Unsere Wege hatten sich getrennt. Egal. Es ist schon lange her. Kein Glück. Irgendwelche Vorräte? Wir nicht. Vielleicht auf dem nächsten Schiff. Hörst du das? Da liegt wie 4, 5 Männer. Kein Weg drumherum. Überraschen wir sie. Seid gegrüßt. Nettes. Wir müssen schnell sein. Klinge ist geschärft. Her, Mongol! Auf sie! Vorräte, bleibt nur das andere Schiff. Such du hier, ich auf dem anderen. Vorsichtig.
Hätte diesen Mongolen gehabt, wärst du nicht aufgetaucht. Ich weiß. Hast du gesehen, wie dick der war? Dahin ist unser Essen verschwunden. Basta! Sie verbrennen unser Essen! Yuzo, wir müssen springen! Suchen wir uns Deckung. Sie sind noch hinter uns her. Da vorne ist ein gutes Versteck. Ich habe meinen Männern Essen versprochen und komme mit leeren Händen. Wir finden schon einen Weg. Wie viele werde ich bis dahin noch verlieren? Das hier könnte vielleicht helfen. Mongolische Schlachtpläne. Sieht man darauf Nachschublinien? Es gibt eine Karte, immerhin. Gib sie mir. Wir tun das gemeinsam. Du hast deine eigenen Probleme und ich bin ihr Anführer. Ich brauche sie, Jin. Und ich brauche dich bei Burg Kaneda. Ich werde da sein. Man darf dich nicht kommen sehen. Dich auch nicht. Ich muss Yuna finden. Irgendwann. Krieg der Beute.
Mal sehen, ob Juna etwas Neues weiß. Sind eure Klingen noch in Ordnung? Sonst sagt Bescheid. Ausbalanciert, scharf und tödlich. Eine Ehre, euch zu dienen. Verbreitest du wieder Geschichten? Ich sage ihnen nur, was sie hören wollen.
Manche von ihnen nennen dich den Geist. Nachdem du sie auf die Idee gebracht hast. Der Grund, dass diese Menschen bleiben, ist ihr Glaube an dich. Ihr Glaube gebührt den Samurai. Für sie bist du beides. Wenn Fürst Shimura frei ist, müssen sie nicht mehr an Volksmärchen glauben. Mag sein. Taka müht sich mit deinem Auftrag ab. Er will dich nicht enttäuschen. Mal sehen, wie er vorankommt. Du hast Krieger gesucht, um deinen Onkel zu retten. Hattest du Glück? Ein bisschen. Sensei Ishikawa und Fürstin Masako Adachi leben noch. Sie haben eigene Sorgen, doch wenn es soweit ist, wollen sie mir helfen. Ein Bogenschütze und eine Adlige. Meinst du das reicht? Ich habe auch die Strohhutronin angeheuert. Ihr neuer Anführer ist ein alter Freund von mir. Tja, klingt so, als hättest du genug Hilfe. Hilfst du uns? Ich weiß nicht. Kann uns hier jemand helfen? Ja, ich. Geh du zu Taka. Wir sehen uns später. Mein Herr, ich bin gerade fertig. Danke für eure Geduld, mein Herr. Ein Eisenhaken, an dem ich ein Seil befestigt habe. Damit könnt ihr Mauern erklimmen. Euch über etwas schwingen. Trägt er mein Gewicht? Ich habe es selbst ausprobiert. Ich nenne ihn Kaginawa. Perfekt. Ich stehe in eurer Schuld. Nein. Er ist ein Geschenk. Ich habe meine Schwester, mein Heim, mein Leben. Das reicht. Danke, Taka. Jin! Wo bist du? Ryuzo? Jin! Jin Sakai! Hat jemand einen Samurai gesehen? Ich weiß, du bist hier! Ich hab dich überall gesucht. Die Mongolen haben meine besten Kämpfer. Ich brauche sie für die Rettung von Fürst Shimura. Jin, wenn wir nichts tun, sind meine Männer tot. Und dein Onkel bleibt in Gefangenschaft. Wo sind sie? In Käfing, nahe vor Yatate. Gut, Ryuzo. Mal sehen, was wir tun können. Du sagtest, sie sind in Käfigen bei Fort Yatate. Wo genau? Die Käfige sind genau gesagt im Fort. Oben auf einer Klippe. Wie sollen wir deine Leute von dort aus befreien? Ein paar meiner Männer wurden nicht gefasst. Sie warten bei einer Kreuzung in der Nähe. Wir brauchen ihre Schwerter. Geh du vor. Wie wurden deine Männer erwischt? Du hast mir doch eine Karte gegeben. Die mit den Nachschublinien der Mongolen? Habt ihr Essen gefunden? Ja. Sehr gut bewachtes Essen. So viele Wachen für deine besten Männer? Die dreckigen Hunde haben uns völlig überrumpelt. Ich bin selbst nur knapp entkommen. Sicher, dass deine Männer noch leben? Ich habe sie letzte Nacht singen gehört. Und die Mongolen haben sie das tun lassen? Scheint so. Seid ihr gute Sänger? Ist vielleicht angenehmer als Söldneraufträge. Ich wollte dieses Leben nicht. Aber ich hatte keine Wahl nach dem Duell. Oh, bei Fürst Nagaos Turnier. Wir haben nie darüber geredet. Vor dem Kampf hatte ich Kommandanten aller Clans eingeladen. Du gingst auf mich los, als wäre ich dein Todfeind. Hast mir fast den Arm gebrochen. Tut mir leid. Es war mein erstes Turnier. Die Aufregung war zu viel für mich. Natürlich war sie das. Jeder Samurai der Insel wollte den Neffen des Shito treffen. So habe ich das nie gesehen. Du wurdest als Fürst Sakai geboren. Das Turnier war meine Chance, mir einen Namen zu machen. Einem Fürsten zu dienen. Samurai zu werden. Wärst du nur zu mir gekommen, ich hätte dich angestellt. Weil das
das sonst niemand hätte? Nein. Ich musste mich selbst beweisen. Hättest du das nur früher erzählt? Hätte ich vielleicht tun sollen. Jemand in Komatsu nannte dich der Geist. War Fürst Sakai nicht mehr gut genug? Und wenn? Angst, ich werde berühmter als du? Wo sind Hiro und Jinzo? Sie sind weg. Und sie kommen nicht wieder. Feiglinge! Laufen fort. Nach allem, was ich für sie getan habe. Es sind genug zur Rettung deiner Männer. Es stand schon schlechter. Ich verlor Männer an Mongolen. Krankheiten. Hunger. Aber das noch nie. Sie sind schwach. Das ist nicht deine Schuld. Will uns noch jemand verlassen? So ist es. Schön ruhig bleiben. Es wird bald dunkel. Sollen wir noch vor Yatabe reiten? Überlegen wir uns unterwegs, wie wir sie befreien. Strohhüte! Reitet! Vor Yatate. Da halten die Mistkerle meine Leute gefangen. Wie ist dein Rettungsplan? Mein Plan? Du hast uns auf dieses Mongolenschiff gebracht. Es gibt nur einen Weg ins Fort und der wird schwer bewacht sein. Ich muss da reinkommen und zwar unentdeckt. Die Klippen hinter dem Fort werden nicht bewacht. Ich klettere hinauf und über die Mauer. Wie? Bist du halb Affe? Ich habe eine Geheimwaffe. Ich befreie deine Leute. Wenn sie bei mir sind, löse ich einen Alarm aus. Dann reitest du hinein. Und tötest die Mongolen zwischen uns. Ah, ich wusste, du hast einen Plan. Auf dieser Seite komme ich die Klippe hoch. Bleib versteckt, bis du mein Signal siehst. Viel Glück. Fall nicht runter. Hier! Zu weit zum Springen. Aber Taka meinte, sein Haken trägt mein Gewicht. Es klappt. Langsam mag ich den Haken. Darüber sollte ich mich schwingen können. Huh.
So. Ich muss Ryosos Männer finden. Die singen tatsächlich. Die Käfige sind wohl übers Fort verteilt. So hier? Er schickt mich. Ich wusste, er verlässt uns nicht. Was? Oi, und auch ich zu Harta! Тэд энэ нас мултарч чадахгүй. Тэр тэнд байгаа юу? Euch geht es gut. Ja, jetzt schon. Chiharwo! Ja, so. Huge fish water. Sell the beats.
Wie? Macht euch kampfbereit. Geht voran. Bartula! Oi! Und auch ich zu Harta! An! Gewettet, ja! Wann ihr uns befreien würdet. Ich hab verloren. Hoffentlich habt ihr Sake dabei. Das wirst du nicht glauben. Das ergibt keinen Sinn. Was ist denn? Die Mongolen haben meine Männer verschont und sie verpflegt. Mit gutem Essen sogar. Jetzt wundert mich auch ihr Gesang nicht mehr. Sei doch einfach froh, dass sie gesund sind. Warum in aller Welt geben die Mongolen ihnen Essen? Vielleicht wollten sie eine Gegenleistung. Danke, Jin. Meine Männer. Ich hab nur sie. Also gut, Männer. Auf die Pferde! Ich muss zu Yuna. In Komatsu.
braves Pferd. Kennt ihr schon die Legende der Zeit? Ihrseits, da ist ein Mann, mein Herr. Er schwingt sein Schwert und fuchtelt damit am Strand von Zuzu herum. Ein Überlebender oder ein Bandit? Ich weiß nicht, aber ich glaube, er weinte. Darf ich eure Rüstung verstärken, mein Herr? Euer Schutz ist meine Pflicht. Zu eurem Schutz. Willkommen zurück. Du bist noch hier. Enttäuscht? Ich dachte, du gehst, sobald ich den Wurfhaken habe. Suchst einen Weg zum Festland. So verlockend das auch klingt, du hast Taka das Leben gerettet. Wir sind erst quitt, wenn dein Onkel frei ist. Freut mich zu hören. Gib den anderen Bescheid. Was soll ich sagen? Wir dringen in Burg Kaneda ein und befreien Fürst Shimura. Es heißt, euer Neffe jagt meine Männer. Reißt sie in Stücke, wie eine Bestie. Ihr tatet schon Schlimmeres. Ach, ihr tut so, als seien wir verschieden. Doch wir kämpfen für dasselbe. Für ein Vermächtnis, das uns überdauert. Ich schuf mein Vermächtnis mit Pflicht und Ehre. Brachte Ordnung für meine Heimat und Gerechtigkeit für mein Volk. Seid nicht so wie ich. Euer Neffe ebenso wenig. Aber sein Name ist an euer Vermächtnis gebunden. Vermächtnis ist mehr als ein Name. Ah, stimmt. Eure Familie lebt seit Generationen hier. Die Burg eurer Ahnen liegt oben im Norden, nicht? Ich freue mich schon, sie zu sehen. Und ihr werdet hier langsam verhungern. Allein und ohne Ehre. Verdammt, Ryuzo. Wo steckst du? Alle sind hier. Warten wir auf die Strohhüte? Nein. Wir treffen uns am Bauernhaus. Jin. Danke, dass ihr hier seid. Fürst Shimura wird dankbar sein. Die Mörder meiner Familie können noch ein wenig warten. Auch meine Jagd nach Tomoe. Unsere Insel braucht ihren Anführer. Mit eurer Hilfe ist er bei Sonnenaufgang frei. Macht euch bereit. Wir greifen bald an. Sagt Bescheid. Wir werden kommen. Eure eigene Schülerin kämpft für euren Feind. Geschieht euch recht. Bitte schweigt. Ich hasse Sake. Das war's. Fürst Sakai! Taka, ein fantastischer Wurfhaken.
Schön, dass er euch gefällt. Yuna sagte, ich soll bleiben, aber ich wollte euch alles Gute wünschen. Was ist eure Ausrede, Kenji? Ich trinke nicht gern allein. Stellt euren besten Sake beiseite. Wenn wir Fürst Shimura retten, haben wir viel zu feiern. Nur das Beste für den Jito. Passt auf euch auf, Fürst. Er gehört. Es ist Zeit. Heute befreien wir Fürst Shimura. Ich erwartete eigentlich Strohhutverstärkung. Sie sind nicht hier. Und wir können nicht länger warten. Wie lautet der Plan, Fürst Sakai? Ich dringe mit dem Wurfhaken in die Burg ein. Wenn ich den Alarm ausgeschaltet habe, könnt ihr sicher durchs Haupttor stoßen. Die Mongolen halten Fürst Shimura wohl im Burgfried fest. Wenn der Alarm ertönt, richten sie ihn vielleicht hin. Wir können das Haupttor stürmen und sie überraschen. Nein, wir gehen leise vor. Wir hacken uns eine Schneise zum Burgfried, retten Fürst Shimura, ziehen uns zum Haupttor zurück und fliehen. Klingt nach Selbstmord. Nur bei einem direkten Angriff. Dazu müssen wir hineinschleichen und den Feind im Schlaf erwischen. Wie ein Dieb. Oder ein Geist? Fürst Shimura zählt auf uns. Brechen wir auf. Gute Rede. Sicher, dass das klappt? Was muss es? Hier kannst du wohl hochklettern. Hol die anderen rein. Wir sehen uns drin. Sei vorsichtig, Jin. Ich versage nicht noch einmal, Onkel. Sonor sertir you. Ja.
Alarm. Ich muss die Wachen ausschalten. Sensei, ihr und Kenji sichert das Haupttor. So gut wie erledigt. Yuna, kannst du den Pfad an der Klippe säubern? Ich kümmere mich darum. Gut, wir treffen uns an der Brücke. Jemanden vergessen? Nein, ihr kommt mit mir. Da ist eine Belagerungswaffe. Letztes Mal war sie auf Yuna und mich gerichtet. Dieses Mal nehmen wir sie uns. Wir müssen den Hof sichern. Leise oder aggressiv. Eure Wahl. Negium Harsinta, hä? Wir müssen den Hof sichern. Leise oder aggressiv.